Momentan an einem kritischen Punkt in der menschlichen Geschichte Reise. And for most of us, für die meisten von uns, we've got kind of used to, wir sind daran gewöhnt, living with a certain habit of focus, um mit diesem üblichen Fokussieren zu leben. And we don't even question it, yeah? Und wir hinterfragen das nicht. We're just used to it. Wir sind einfach daran gewohnt. So, I'm curious, how many of you can recognize? Ich bin gespannt, wie viele von euch können das erkennen. That there's habits that play in you. Das ist Gewohnheiten, die einfach in euch abspielen. That cause you trouble. Die verursachen Stress, Ärger. And everyone around you. Und auch für alle, die um dich herum. Especially the people that you love. Besonders die Menschen, die du liebst. I'm curious, how many of you can recognize? Ich bin gespannt, wie viele von euch können das erkennen? A few of you, yeah? Ein paar von euch, ja. I mean, that seems to be the human condition, right? Das scheint der menschliche Zustand zu sein. Yeah. Do we mean bad? So meinen wir das Böse? Do we wake up in the morning and Wachen wir auf in der Früh und think to ourselves, how much can I make myself suffer today? Und denken, wie viel kann ich leiden oder wie viel kann ich so leiden verursachen? And everybody around me also, yeah? Und für alle um mich herum. Especially the people that are most meaningful, yeah? Besonders die Menschen, wir am meisten lieben. But if we look at it, that's actually what goes on most of the time. Yeah? Aber wenn wir das anschauen, das ist was am meisten passiert. No bad intention. Keine böse Absichten. Just an unconscious way of functioning. Yeah? Nur ein unbewusstes, unbewusste Art zu funktionieren. Yeah. So what does it take? Was braucht es? To shift our attention. Um diese Aufmerksamkeit zu verschieben. Does it take a crowbar? Nimmt es ein Brecheisen? Or is it easier than that? Oder ist es einfacher als das? So for a moment, let's see if it's possible. So für einen Moment schauen wir, ob es möglich ist. To play a little bit. Um ein bisschen zu spielen. One of the things that I've noticed, so etwas, das ich bemerkt habe, for those of us with eyes, für diejenigen von uns mit Augen, our most predominant sense is our eyes, yeah? Ja, die stärkste Sinne ist die Sehenskraft. And we've been brought up in a culture, wir wurden erzogen, also in einer Kultur erzogen, you could say a subject-object culture. Also ein Subjekt-Objekt Kultur. Part of it has to do with ein Teil davon hat damit zu tun. Just the fact that we use language. Nur die Tatsache, dass wir Sprache verwenden. Because when we speak, weil wenn wir reden, we turn living processes into nouns. Wir verwenden lebendige Prozesse, wir wandeln sie in lebendige Prozesse in Substantive. So we say tree. So wir sagen Baum. Person. Person. But really it's kind of like tree-ing, yeah? Eigentlich ist es so wie Baumen oder and personing or something. So, yeah? Und Menschening. So, Mensch sein, danke. Yeah. So, we used to looking. Wir sind daran gewohnt, zu schauen. At objects. So, wir schauen Objekte an.
So one thing that you can explore and play with. Eine Sache, dass du erforschen kannst oder anschauen kannst. Is to imagine that your eyes are holes. Ist zu sich vorstellen, dass die Augen Löcher sind. And that the light is just coming in. Und dass das Licht reinkommt. You don't have to make any effort to see. Du musst keine Mühe geben, um zu sehen. You just gently let the light come in. Du lässt einfach das Licht sanft reinkommen. If you look at young babies, they haven't learned to focus yet, and sometimes it feels like you can look right inside of them, yeah? Wenn du Säuglingen anschaust, sie haben das noch nicht gelernt zu fokussieren, und es scheint, als ob du einfach so direkt reinschauen kannst, so in die Augen. It's a little strange at first if you're not used to it. Es ist ein bisschen seltsam am Anfang, wenn du nicht daran gewohnt bist. Because it's almost like it feels like you're losing control, yeah? Es ist fast, als ob du die Kontrolle darüber verlierst. But you can't really lose something you never had. So. Aber du kannst wirklich nicht verlieren etwas, das du nicht hattest oder hast. So just playing. So nur zu spielen. What happens if you just let your eyes become holes? Was passiert, wenn du die Augen Löcher werden lässt? What happens to your sense of yourself? Was passiert zu dieser Empfindung von selbst? To your sense of this moment? Zu dieser Empfindung von diesem Moment? Does something change subtly or not so subtly? Ändert sich so etwas subtil oder nicht so subtil? Yeah. Someone said the vision becomes wider. Die Vision wird breiter. What happens to the sense of boundaries? Was passiert zu der Empfindung von Grenzen? Does something change a little bit? Ändert sich etwas? So feel the vibration in the room at the moment. So spüre diese Vibration in dem Raum in diesem Moment. Is it the same as when we first came in, or has it changed a little bit? Es ist dieselbe, die da war, als wir erst reinkamen, oder hat diese Vibration sich geändert? Is the field we're sitting in a little bit more friendly? Ist dieses Feld ein bisschen freundlicher oder weniger? Yeah. I mean, even at a festival like this. Noch in so ein Festival so wie diese. We can stress ourselves with all the things we want to see and do, yeah? Wir können uns Stress verursachen mit alles, was wir sehen und machen möchten. For some of us it's such a habit, yeah? Für einige von uns ist es wirklich eine Gewohnheit. So what's it like to take a rest for a few moments? So wie ist es einfach ein paar Minuten auszuruhen? Just to stop. Nur so anzuhalten. And as you stopping or just being here. Wie so währenddessen du anhältst und nur hier bist. Is there a way that you can relate to this moment? Gibt es einen Weg, wobei du dich auf diesen Moment zu beziehen? As if it was the beloved. Als ob es der Liebhaber oder der Geliebte ist. Yeah. If you've met your beloved, yeah? Wenn du dein Geliebte kennenlernen würdest. Can you meet this moment? Kannst du diesem Moment begegnen? Like that. So wie du den Geliebten treffen würdest. Or is there a reason not to? Oder gibt es einen Grund, warum nicht? And again, just notice the feeling in the room. Did that
change a little bit or subtly. Und nochmal bemerk einfach das Gefühl hier im Raum, dass es sich irgendwie verändert hat, subtil. Now, how beautifully can we actually treat each other? Wie schön können wir uns gegenseitig letztendlich behandeln? Where's the limit, yeah? Wo ist die Grenze? And is there any reason to not live like that? Und gibt es irgendeinen Grund, warum wir nicht so leben sollten? Does it take any extra effort? Braucht es zusätzliche Mühe? So the question then. So die Frage ist. Who are we? Wer sind wir? This moment is an experience to us. Dieser Moment ist eine Erfahrung für uns. Including our bodies. So einschließend unsere Körper. Including the sounds and drums. Einschließend die Trümmel und die Klinge und Geräusche. And this experience, including our body, und diese Erfahrung einschließend unseren Körper, is appearing in us, yeah? Erscheint in uns. If we look at it, wenn wir das anschauen, all that any of us ever wants, alles, das wir eigentlich wollen, is simply to be happy, yeah? Ist einfach glücklich zu sein. No matter what it is that you're running after. Egal, was man danach rennt. What you want is just to be at peace, yeah? Was du willst, ist nur in Frieden zu sein. And to be at peace in a way where you feel like that peace is benefiting the people that you love. Und also in Frieden zu sein, wo du denkst, dass es auch vorteilhaft für die Leute, die um dich sind. Isn't it? Oder? I mean, if we make it simple, yeah? Wenn wir das einfach machen. So how can we benefit each other in this moment? Wie können wir uns gegenseitig nutzen? Just being here together. Nur zusammen hier zu sein. Not doing anything. Ohne etwas zu tun. And to me it feels like many of you are starting to feel a quality, yeah? Um, für mich, es fühlt sich so an, als ob einige von euch spüren, also anfangen, diese Qualität zu spüren. That's probably familiar to you. Das ist wahrscheinlich, kommt ihr wahrscheinlich bekannt vor. Some people might describe it as home. Einige Leute beschreiben das als Zuhause. As peace. Als Frieden. Boundlessness. Grenzenlosigkeit.
You know, we call this a meeting in truth. Wir nennen das ein Meeting, ein Wahrheitsmeeting oder ein Wahrheitstreffen. Truth can only be here in this moment. Die Wahrheit kann nur hier in diesem Moment sein. It's not something we can run after. Es ist nichts etwas, das wir irgendwie nachrennen können. If we're running after it, wenn wir es nachrennen, means heißt, we're not really here, right? Wir sind nicht wirklich hier. If anyone has any questions or wenn jemand so eine Frage hat and you would like to ask und du möchtest diese Frage stellen and you can speak up so that I can hear you from wherever you're sitting und du kannst laut genug sprechen, um dass ich dich hören kann, you're most welcome to speak. Ihr seid herzlich willkommen. It's always a bit of a rush to speak in front of a bunch of people. Es ist immer ein Rush. Es ist immer aufregend, vor Menschen zu reden. But you're welcome if someone comes up. Aber ihr seid herzlich willkommen, wenn jemand wenn es auftaucht, ja, wenn irgendetwas auftaucht. Please. But even though we're sitting close, if you can speak and I'll just repeat it. Yeah. Ja, du kannst sprechen und ich wiederhole das. Ja, kannst du Deutsch, weil ich Amerikanerin bin. Das ist vielleicht besser. Also wie? Wir können das trainieren, um präsent zu sein. So the question in English was, how can we train to be present? Yeah. So die Frage ist, wie können wir uns das trainieren, um präsent zu sein? And it's an interesting question. Yeah. Es ist eine interessante Frage. Because ultimately we can only train to be present by being present. Yeah. Weil letztendlich können wir uns nur trainieren, um präsent zu sein, währenddessen wir präsent sind. And to me, what the question shows, und zu mir, was die Frage zeigt, is that there's an interest. Ist, dass es ein Interesse gibt. And that your life, if you look, your life always follows your interests. Und wenn du schaust, dein Leben folgt deine Interessen. If you're interested in music, you'll have a great music collection or you'll play music. Wenn du dich für Musik interessierst, dann hast du wahrscheinlich eine Musiksammlung. If you're interested in motor car racing, you'll know all about cars, yeah? Wenn du dich für Autorennen interessierst, dann hast du alles über Autos, weißt du alles über Autos. And if you're interested in being present, wenn du dich interessierst, gegenwärtig zu sein, then that's actually what starts to guide where your life, how your life moves. Und das führt man sich hin, das wird dich führen, wo hin, dahin. What's interesting about the question, was interessant um diese Frage ist, is that there's always, it's always a paradox. Es ist immer ein Paradox. Because from the perspective of awareness, weil aus der Perspektive des Bewusstseins, it doesn't make sense at all, yeah? Es hat keinen Sinn. From the perspective of awareness, it is present, yeah? Also aus der Perspektive des Bewusstseins, es ist präsent. Ever present. So immer präsent. From the perspective of the habits, aus der Perspektive der Gewohnheiten, then it makes sense. Dann macht es Sinn. Which is a paradox, yeah? Und das ist ein Paradox. So to me, so für mich, many of the patterns, also viele von den Mustern, are associated with surviving.
sind verbunden mit Überleben. If we look at it, this habit to stress, wenn wir anschauen diese Stressmuster, is very tied to surviving, isn't it? Es ist sehr mit Überleben eng verbunden. It feels like, or it looks like, it's going to help us to survive. Es fühlt sich an, oder es sieht so aus, als ob es uns helfen wird. But zu überleben. Let's look together. Lass uns das zusammen anschauen. Does being stressed actually help us to survive? Hilft es uns, wenn wir gestresst sind, um zu überleben? Ha ha ha.